Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge LS13 Modvorstellung. Ich werde euch nicht das da vorstellen, das hatten wir alles schon. Ich werde euch diesen Traktor hier vorstellen. Das ist der Klaas Arion 520. Und das gehört dazu, das ist das Sigma 4. Ihr seht, es ist ein Frontlader-Tool, was man an diesen Traktor anbauen kann. Und ja, die Schaufel hier war ich einfach mal so gekauft. Das hatten wir auch schon als Mod-Vorstellung. Und man sieht, dass es auch funktioniert. Ja, so optisch steht er eigentlich ganz gut da, der Klaas. Von vorne schaut er irgendwie aus wie so ein kleines bisschen wie so eine Spinne. Aber das ist gerade das, was den Reiz an diesem Fahrzeug so ausmacht, finde ich. Also die Details sind eigentlich ganz gut. Man kann alles gut lesen. Man erkennt sogar die Reifengröße. RT4556 876. Steht da unten. CRT oder ORT. Das ist gerade nicht so gut zu lesen. Und Good Tire heißt die Firma. Entschuldigt bitte, ich habe gerade Schluck aufgehabt. Hinten, ja gut, es ist zwar alles vorhanden, aber die Details fehlen mir hier ein kleines bisschen. Ihr seht auch, wenn ihr hinten reinschaut bei den Rädern, die Räder sind nicht befestigt am Traktor. Also der fährt irgendwie auf Luft oder so, kommt mir das vor. Der Traktor kann 50 km/h fahren, seht ihr ja da. Nummernschild ist auch alles vorhanden. So, dann werde ich euch mal kurz in den Shop reingehen. Sehr viel drin. Hier ist das Sigma 4 Titanium Version 1. Keine Ahnung, ob nochmal eine Version 2 rauskommt oder so. Kostet 10.200. Dann gehen wir mal auf Traktoren. Kleinen Moment, das dauert ein kleines bisschen. Da sind wir. Da ist er. Klaas Arion 520. 115 PS, also einer von den kleineren Traktoren. 150 Euro Unterhaltskosten am Tag, das geht. Ja, hier steht ein bisschen was zu der Geschichte. Das könnt ihr mal auf Pause drücken und dann mal selber durchlesen. Das lese ich jetzt nicht unbedingt vor. Und ja, dann werde ich mal einsteigen. Also wie gesagt, von außen, ja, es passt bloß. Ja, manche Sachen könnten ein bisschen detaillierter sein, wie so zum Beispiel hinten das Zugmaul und so. Die Anlage, wo das Zugmaul dran ist und so. Aber hier hat man sogar eine Befestigung für dieses Dreigelenk oben. Ist auch mal was. Haben wir auch noch nicht gesehen. So, starten tut er ganz normal. Ihr seht oben Numpad 0. Kann man die Klaas Info öffnen. Ihr seht, da unten, da ist beschrieben, was man da alles machen kann. Arbeitslicht vorne, Numpad 5. Arbeitslicht vorne? Ist da hinten? Okay. Nehmen wir mal Numpad 6, dann müsste das vorne sein. Nö. Okay, Numpad 6. Das geht anscheinend nur so rundum Leuchte. Ja. Also wenn... Ist auch wieder Geschmackssache. Wenn die Lichter so von diesen breiten Kegeln in den schmalen übergehen, dann sieht das so aus wie so ein Strich. Das ist so, naja... Verbesserungsfähig, sagen wir mal so. So, Licht geht. Ja, okay. Aber irgendwie Arbeitslicht will nicht. Blinker. Vorne geht. Hinten geht auch. Warnblinker gehen. Und andere Blinker geht auch. So, also wie gesagt, Arbeitslicht vorne irgendwie will nicht. Da geht hinten das an. Arbeitslicht hinten, Numpad 6 will auch nicht. Dann können wir mal die Hilfe da unten wieder ausblenden. So, dann gehen wir mal ins Interieur rein. Also die IC-Funktion gibt es hier nicht. Also, ja, animierte Elemente haben wir hier nicht. Leider. Wäre schön gewesen hier. Also das Modul da. Ah, schaut irgendwie aus wie dieses. Genau. Also das Modul da ist sehr detailliert. Da haben sie sehr viel auf Detailtiefe gesetzt. Aber hier diese Armlehne mit diesen ganzen Knöpfen. Mehr schlecht als recht, meiner Meinung nach. Gut, da ich eh immer in dieser Ansicht fahre, stört es mich nicht so. Deswegen werde ich auch diesen Traktor im Let's Play benutzen.
Ja, so passt es eigentlich. Er hat da oben eine Hilfe, so eine Park-Distance-Hilfe anscheinend. Aber das ist auch wieder nur, sagen wir mal, Schein, mehr Schein als Sein, um das optisch ein bisschen hinzukriegen. So, jetzt werde ich nochmal aussteigen. Jetzt werden wir uns das nochmal angucken. So, angebaut habe ich es gerade nebenbei, habt ihr mitbekommen. So, also, ja. Aufkleber sind zwar alle vorhanden, so wie es eigentlich sein sollte, aber ja, von der Detailtiefe mal wieder, ne? Dann hier haben wir die Anschlüsse, die sind mal relativ detailliert, bis auf die Aufkleber. Kann man nicht meckern. Wenn man so will, eigentlich ein schicker Traktor. Ich muss zugeben, ich bin auch so mehr so, nicht von diesen Standard-Traktoren, die man da hat, sondern mehr so Class, John Deere, also die Traktoren, die es so mehr als Mods gibt. Obwohl, von den Standard-Traktoren ist eigentlich der Schlüter mein Favorite, aber gut. Also, ihr seht, ja gut, die Schaufel schwabbelt wieder hinterher, ihr seht's. Wartet mal. Ich mach mal die Sicht so. Da seht ihr es. Schaufel schwabbelt hinterher. Kann man leider nichts dran ändern. Da sollte man nochmal ein kleines bisschen nacharbeiten. Die Schaufel hängt auch, so wie ich das sehe, nicht so ganz in der Aufnahme, so wie es sein sollte. Genau. Ihr seht's. Da seht ihr es. Der Haken, der müsste normalerweise oben hängen. Aber egal. Gut. Solange wie man das Tool oder die Anbaugeräte verwenden kann, soll es eigentlich, meiner Meinung nach, mir ist es egal, es soll zwar schon von den Details her passen und so, aber von außen passt er. Gut, vorne die Aufnahmen vom Frontlader, kann man sich drüber streiten, beziehungsweise, na gut, drüber streiten eigentlich nicht. Sollte eigentlich schon passend sein, da haben sie wahrscheinlich einfach nur die Aufnahme ein bisschen zu groß gemacht, deswegen schaut es halt so aus. Aber gut, man kann es verwenden, auch wenn es so ein bisschen hin und her schwabbelt. Also, ich könnte mich damit noch arrangieren im Let's Play dann später. Ja, wie gesagt, also es passt eigentlich alles. Soweit. Jetzt fahren wir mal ein kleines bisschen. Beschleunigen tut er ganz gut. Die Sounds sind auch okay. Vom Fahren her, ihr seht's, passt eigentlich auch. Fahren wir mal auf der Straße ein bisschen. Ja, der bringt auch seine 50, so wie angegeben, auf dem Aufkleber hinten an der Scheibe. Ja, also der Traktor, sagen wir mal, von den Details her, wäre nicht so viel Wert auf Details, sondern mehr aufs, sagen wir mal, wenn einer komplett im Let's Play oder so nur auf Class gehen möchte, da kann man den mal, kann man den auch mit reinnehmen, bloß halt, man sollte dann nicht so viel Wert auf Details legen. Meiner Meinung nach, es ist okay, man kann mitspielen, aber so viel Wert auf Details sollte man nicht legen. So, ich werde ihn mal hier abstellen. So Leute, jetzt habt ihr den Class Arion 520 mit dem Anbau, Frontlader-Anbau Sigma 4 gesehen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Könnt gerne Kommis schreiben, was ich vielleicht besser machen könnte oder so. Oder da vielleicht noch zeigen sollte, falls ich noch irgendwie was vergessen haben sollte. Ich kann noch mal kurz reinschauen ins Innere, weil ich glaube mal nicht, dass der auch so detailliert ist. Ja gut, der Sitz, ne. Der Sitz ist auch so, ja, mehr dahin gekleistert als, ne. Vor allem von innen, man sieht auch normalerweise, das Weiße müsste normalerweise auch grün sein. Also, naja, gut. Kann man sich drüber streiten, aber für mich würde er lang fürs Let's Play. Also, würde ich sagen, man kann ihn verwenden. So Leute, wie gesagt, Kommis lassen, Verbesserungsvorschläge oder was für Mods ich gerne vorstellen soll. Wäre nett, wenn ihr dann einen Link mitschickt, damit ich das noch runterladen kann, ausprobieren und vorstellen kann. Und sonst, wenn ihr mögt, einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Bis dann. Ciao.